Guten Morgen und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Spiritfahrer. Ja, wir sind hier. Ich bin mal ein bisschen so rumgefahren und ich möchte jetzt mit euch hier die Schatzkarte machen, weil ich habe offscreen ein bisschen gespielt. Ich habe einmal das Schiff ein bisschen verbessert, damit wir schneller fahren. Und ich habe mir diese Schatzkarte von Francis besorgt hier. Und es ist so, ich habe jetzt auch, Moment, das zeige ich euch hier, diese Truhen geholt. Und zwar als Tipp, klettert überall mal so gegen die Wände. Also das war im Prinzip das, was ich euch sagen kann. Ich kann es euch gerne auch hier bei dem einen zeigen. Ich weiß gar nicht, ob das hier war, aber hier auf jeden Fall. Kann ich euch später vielleicht gerne zeigen, wenn ihr wollt. Einfach mal gegen die Wände laufen. So blöd das auch klingt. Aber da sind so geheime Verstecke in den Wänden. Und die findet ihr so eher relativ leicht. Weil wir haben jetzt, glaube ich, alle Fähigkeiten, die gehen. Und es ist zum Beispiel so, bei dem Steinbruch hier zum Beispiel, sieht man das auch so ein bisschen, wo man durch die Wände gehen kann. Anhand der Seile, die an den Wänden angebracht sind. Die verschwinden da gefühlt einfach. In den Wänden. Und da müsste man so gegenspringen und so gegendrücken. Da ist noch eine Bauplantruhe. Aha, da müssen wir nochmal hin. Aber das wollte ich nicht. Dann bin ich halt noch so ein bisschen rumgefahren und habe mal geschaut und habe mir auch mal eine Karte von dem Spiel hier angeguckt. Und da habe ich gesehen, Leute, uns fehlen noch zwei Sachen. Und zwar einmal das hier. Und da fahren wir jetzt auch hin. Und einmal das von der Schatzkarte. Und die Schatzkarte habe ich ja hier. Ne, 220 Dings. Ah ja, ich habe mal wieder was angepflanzt. Von mir langweilig auch. Irgendwas muss man ja machen. Ja, ihr kennt das. Irgendwas muss man ja anpflanzen. Haben wir noch irgendwas, was so eher selten ist? Aber unser Schiff ist jetzt halt richtig flott unterwegs. Ah ja, und Daffodil hat eine neue Farbe bekommen. Einfach, ich war mal wieder auch bei der Walrossdame. Und dadurch, dass wir ja so viele Rezepte und sowas freischalten, haben wir natürlich auch da wieder so ein bisschen was voll. Jetzt halte ich doch mal da fest, Mensch. Guten Morgen. Warte mal, du mochtest Seelentröster und altmodisches Zeug. Okay, der ist durch. Er hat was für mich mal wieder gezeichnet. Oh, diesmal was von Gustav. Er ist auch herrlich. Stopp. Ich spare Energie. Okay. Sie mag halt gesunde Sachen und man darf sie halt wirklich nicht umarmen. Und ich habe EP-Tränke bekommen. Und wisst ihr, wie ihr die bekommt? Das ist so dumm, dass es mir schon wieder so missfällt, wo ich denke so, oh, darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Durch die Kämpfe, die der unser, was auch immer das da ist, die unser Bug freischaltet. Dadurch bekommt man EP-Tränke. Ach, bin ich schon da? Okay. Dadurch werden EP-Tränke freigeschaltet. Beziehungsweise man sammelt die dann so nebenbei. Ist nicht so, dass man die dann selber herstellen könnte. Ich hätte echt gedacht, dass man die selber herstellen muss, aber okay. So aus Milch und weiß nicht, irgendwas anderem oder so. Okay, da ist schon mal gar nichts.
Ich weiß nicht mehr, was es hier geben soll. Kommt die Katze auch irgendwo mal jetzt hoch? Was macht die Katze? Dass sie da so ein Gewese drum macht. Da wäre Gold gewesen. Und hier ist eine Truhe. Kellerverbesserung, okay. Ja, warum nicht? Ich gehe mal ganz kurz raus. Ich will nur wissen, was es da gibt. Ja gut, dann haben wir da alles, lol. Dann gehen wir mal dahin. Und gucken, was die Kellerverbesserungen bringen. Aufwerten. Keller. Hämmerit! Ja, das ist easy. Das ist ja easy. Das kriegen wir ja so schnell zusammen. Ach lol, ich wollte das gar nicht gießen. Ich probiere gerade jetzt alles mit Käse aus. Ja, geh hoch. Ich glaube, Hämmerit kann man auch zur Not bei Francis kaufen. So, Reis hatte ich schon. Gehen wir mal da. Ich probiere mich gerade noch so ein bisschen durch die Gerichte. Und spätestens bei der seltenen Saat kriegen wir ja eigentlich auch immer Hämatit zusammen, ne? Hier ist noch was? Okay, so. Erzählt mir nochmal Schatzkarte. 220, 167. Okay, es ist 220. Dahin. 167. Ich habe auch wieder etwas hier zum Garen gebracht. Ja, stimmt ja, daraus macht man ja Joghurt, lol. Stimmt, aus dem Joghurt macht man ja den Käse. Und das war's denn? Brennstoff, abgefülltes Plasma. Ich habe auch so viel Geld, ich weiß gar nicht, was ich damit machen muss. Ich habe auch, ich könnte rein theoretisch auch das hier machen, aber mir fehlen halt noch die EP-Tränke und ich weiß halt nicht, wie ich das bei dem Typen triggere, bei Bug. Und das Problem ist, ich weiß auch nicht, ob ich jedes Mal Tränke dazu kriege. Das muss man dazu sehen. Dazu sagen. Für Rotgoldplatte brauche ich Kupferbahn. Ich habe einen Schrein entdeckt. Ja, lol. Ne, dazu bräuchte ich erstmal 5 Kupferbahnen und nochmal 5 Gold. Ich dachte, ich habe alle Fähigkeiten. Was kommt denn noch? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, geben sie her. Was auch immer. Und was kenne ich jetzt? Eine Verstärkung für das Immerlicht, mit der du Rohstoffe effektiver abbauen und erfolgreicher angeln kannst. Geil. Naja, nicht wirklich, aber okay. Ach komm, wenn er schon mal da ist.
Und in den Schreinen, beziehungsweise in den Steinbrüchen, wo ich war, ich habe so viele Diamanten gefunden. Ich hatte erst Sorge, dass ich keine Diamanten finde. Ich habe so viele gefunden. Ich hatte so 5 oder 6 Stück gefunden. Voll gut. Ne, das brauche ich gar nicht. Ich hätte ganz gerne den Ahornsirup. Ich habe auch gar nichts zu verkaufen. Glaub ich. Was will der? Ne, ich warte mit den Hämatiten, bis die Pflanze hier gewachsen ist und erst dann. Was kommt denn jetzt aus Käse und Mais? Ach ja, die Käsesticks. Nee, das ist das Falsche. Lol, das wollte ich gar nicht. Okay, dann fahren wir mal hier runter. Fahr ich überhaupt? Ja, okay. Dann gucken wir mal, wie effektiv wir jetzt angeln können. Ich denke mal, ich muss so diesen Thunfisch gründen, um zu sagen, hey, um diese Fische, die mir fehlen, halt zu holen. Aber okay. Ich denke mal, manche Fische wird es halt wirklich nur da geben. Was wieder Rotlachs oder so. Aber ich bin halt wirklich kein Fan von Fischen in den Spielen. Ich bin, was das immer angeht, sehr angelfaul. Das hat man auch schon bei Stardew Valley zum Beispiel gemerkt. Da wollte ich auch nie angeln. Sehr gut. Da nehme ich raus. Ich komme. So, wo möchte ich denn? Ich möchte eigentlich dahin, ne? Da ist nämlich noch ein Bauplantruhe. Wie komme ich denn da am besten hin? Ich habe keinen Bock auf das hier. Ich habe auch keinen Bock auf Gewitter. Ich dachte aber trotzdem, dass das hier noch das kürzeste ist. Weil hier müsste ich auf jeden Fall durch Gewitter. Gehen wir dahin, nimm die eine Kiste mit und dann. Nehmen wir hier die Kiste mit, dann hat das schon mal ein bisschen was. Und angel noch kurz. Weil ich habe gerade echt nichts zu tun. Ah, ein Hummer. Ein Ahornbaum wäre eigentlich ganz cool. Der würde noch fehlen. Ach, da kommt aus Kiesticks raus, okay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich schon alles ausprobiert habe. Na, ist schon Nacht? Nee.
muss euch nämlich was zeigen, das finde ich so niedlich. Und nur Miesmuschel. Ja, einmal dahin bitte. Ich weiß, die Reise ist ein bisschen länger, aber okay. Genau, du kannst erst im Morgengrauen wieder angeln. Na Quatsch, weiterreisen. Das ist aber auch nicht das Problem, weil ich habe jetzt eigentlich auch ein bisschen auf die Nacht gehofft. Das ist mir eben gerade nämlich aufgefallen, als ich gewartet habe. Es ist so niedlich. Habt ihr die mal in ihren Zimmern schlafen sehen? Ich glaube, das habe ich noch nie gezeigt, ne? Ja, die schlafen noch nicht. Der liegt sich einfach so auf seinem Fächeberg. Der liegt da so eingemurmelt. Beziehungsweise so ganz klein in seinen, in seiner Hütte da. Und die hat sich da so hingelegt. Voll sweet. Ach, das geht ja gar nicht. So hungrig, ja, ist doch kein Problem. Entspann dich. Kriegst doch gleich was. Kriegst doch gleich was. Ich weiß nicht, was ich kochen will. Weil gefühlt man alles schon einmal ausprobiert hat. Ich weiß, du bist hungrig, hast du gesagt. Okay. Ja, Snacks für mich. Guten Morgen. Er will immer den Nachtischtanz. Guten Morgen, wie geht's dir? Du willst immer was Gesundes. Ich stelle gerne etwas Simples, okay. Magst du Tee? Also hier ist noch eine Bauplanzeichnung. Okay, mal gucken, wo die steckt, ne? Hauptplanzeichnung. Ja gut, die kann ja nur irgendwo da sein, wo wir auch hinkommen. Ach, vor dir ist immer voll ängstlich, wenn es ums Wasser geht. Aber ich kann schwören, hier war ich doch. Muss ich irgendwo hin? Irgendwo hingleiten? Ich
Wirklich. Das war so dumm. Oh mein Gott, wie dumm war das denn? Also was habe ich denn hier so noch so für Quests? Nach Oxbury. Na gut, dann gehen wir nach Oxbury, damit wir das mit Stanley mal weitermachen. Was war das? Der Schafstall, ne? Hungrige Schafe gehören der Vergangenheit an. Und da war nämlich dieses... Ne, das sind leere Muschelschalen. Okay. Jetzt sag nicht, dass es an Hämatit leidet. Ich hab Paella gekocht. Ja, also unbedingt Kometen fangen ist jetzt nicht so meins. Ach, hier kann ich das Ereignis starten. Ach ja, stimmt ja sowas. Es reicht auch, wenn ich die so ein bisschen antitsche. Die normalen kann ich so. Ich weiß gar nicht, wie viele EP trinke ich jetzt habe. Ich weiß nicht mal, wo ich die finde. Spiegeleier. Muschelsuppe. EP trinke 21. Das heißt, theoretisch könnten wir das auf jeden Fall verbessern, was ich verbessern will. Dann machen wir mal... Was war das? 5 Kupferbarren, ne? Die Rotgoldplatten stelle ich dann später her. Offscreen, weil ich mag das mit den Hämmern nicht im Video zeigen. Ich finde das irgendwie so... Dieses Minispiel finde ich irgendwie blöd. Bin ich ganz ehrlich. Ach, sind wir schon da? Sind wir schon da? 10 Kupferbarren. Dann schauen wir mal, was das so, was Stanley da machen möchte. Der wollte ja was, glaube ich, was aufführen, ne? Der Kleine. Ach, da. Okay, gehen wir. Warum ist, hat Hunger? Hm.
Hey, Riesenhut. Ich bin so aufgeregt. Das wird der Knüller. Bist du bereit, dir mein Theaterstück anzusehen? Bereit machen. Es gibt ein Mädchen mit dem großen Hut. Sie ist groß. Sie läuft überall herum. Sie macht alles. Es gibt da dieses große Tor. Es ist riesig. Es ist glänzend. Wo ist es überhaupt? Das Mädchen weiß es. Doch wenn ihr bereit seid, bringt sie euch dorthin. Dann geht ihr mit ihr. Es ist eine lange Reise. Alle sind traurig. Dann... Boom! Helle Lichter. Und ein lautes Grollen. Explosion. Wind. Staub. Überall Rauch. Eine Sekunde lang ist alles ganz still. Dann werden wir unseren Freund nie wiedersehen. Da beginnt der richtige Schmerz. Das Ende. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich fand's doch ganz... Ja, er hat halt... Naja, er hat es halt geschildert, ne? Wo bist du denn? Bist du jetzt schon schlafen gegangen? Ich denke mal. Als wird es mir nicht mehr angezeigt. Wahrscheinlich kann ich ihn jetzt zur Immergrotte bringen. Aber ich beende hier diesen Part auch. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Ich werde jetzt noch schnell die, die Rotgoldplatten da machen. Und zu Albert gehen und unser Schiff verbessern. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.